Welcher Stromanbieter ist der beste und günstigste für mich? Wie bei den meisten führt auch unser Weg zunächst ins Internet. Wir suchen den günstigsten Preis und schauen uns auf einem Vergleichsportal mit 97% Kundenzufriedenheit um. Da werden wir auch gleich fündig. In unserem Postleitzahlengebiet würde uns für einen Ein-Personen-Haushalt und einem Verbrauch von 1500 Kilowattstunden im Jahr der billigste Anbieter 279,40 Euro kosten. Darauf kommen ein Neukundenbonus von 56,37 Euro und ein Sofortbonus von 40 Euro. Die sind im Endpreis schon eingerechnet. Und das bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten. Aber ist billig auch immer gut? Das wollen wir herausfinden und fahren nach Heidelberg. Also es ist schon lange nicht mehr so, dass die breite Masse nur nach dem günstigsten Preis geht. Aber natürlich haben wir noch sehr, sehr viele Verbraucher, die das allerbilligste Angebot im Prinzip wählen, ohne großartig drüber nachzudenken. Wir empfehlen hier einfach, vielleicht zwei, drei Tipps zu beachten. Das erste ist, bevor ich was abschließe, gucke ich mal, was hat denn dieser Anbieter für Empfehlungen von Kunden, die schon da sind. Dann sollte ich unbedingt darauf achten, dass die Vertragsbedingungen fair sind. Das heißt, keine zu lange Laufzeit, maximal ein Jahr, eine kurze Kündigungsfrist und vor allen Dingen eine vernünftige Preisgarantie, damit der Anbieter nicht nach zwei Monaten die Preise erhöht. Wir fragen bei der Verbraucherzentrale Stuttgart nach. Hier wird klar, viele Menschen, die ihren Strom online von Anbietern kaufen, die nicht regional vor Ort sitzen, wie in unserem Beispiel beim Vergleichsportal, klagen über Dauerbrennerprobleme. Dazu gehört mangelnder Kundenservice, der Bonus wird nicht ausbezahlt, Rechnungen werden falsch ausgestellt oder der Wechsel funktioniert nicht. Was rät der Experte? Tipps und Tricks sind vor allem natürlich in diesen Suchmaschinen ein bisschen versteckt. Also schauen Sie auf die Voreinstellungen. Prüfen Sie wirklich, ob das auch die Punkte sind, auf die Sie Wert legen. Achten Sie darauf, dass zum Beispiel solche Dinge wie Vorkasse unbedingt ausgeschlossen sind. Denn wenn Sie Vorkasse leisten, das Unternehmen wird insolvent, dann bleiben Sie in aller Regel auf diesen Kosten sitzen. Beim regionalen Anbieter ist der Preis etwas höher. Unter denselben Voraussetzungen wie beim Billiganbieter läge der Festpreis dieses Mal bei 393,81 Euro im Jahr, inklusive einmaligem Neukundenbonus von 50 Euro. Über die Online-Plattform desselben Anbieters würden wir 338,44 Euro pro Jahr inklusive Bonus zahlen. Allerdings läuft hier alles ausschließlich online. Im Vergleich zum Billiganbieter würden wir also je nach Vertragsart entweder 114,41 Euro oder 59,04 Euro mehr ausgeben. Da geht man das im Dialog kurz gemeinsam durch und dann muss der Kunde, Sie als Kunde, im Prinzip nur noch die Unterschrift leisten und um den Rest kümmern wir uns und Sie stecken daheim einfach wieder Ihren schönen Fernseher ein und können das nächste EM-Spiel anschauen. Fazit: Es gibt einige Dinge zu beachten, wenn man seinen Strom von einem Online-Anbieter bezieht. Mit dem reinen Vergleich ist es nicht getan. Wenn man diese Dinge beachtet, kann der Online-Vergleich eine gute, geldsparende Alternative sein. Beim Anbieter vor Ort ist der Preis meistens etwas höher, dafür habe ich jederzeit den direkten Kontakt zum Ansprechpartner. Ob man nun den billigen Anbieter wählt oder den regionalen vor Ort und etwas mehr bezahlt, dafür mit gutem Kundenservice ausgestattet ist, das muss jeder Kunde für sich selbst entscheiden.